Wir haben ja vorher gehört, dass mit dem Spenden generieren und so weiter ist immer schwierig. Und das meiste ist halt einfach, wie kommunizieren wir Spenden. Was den meisten nicht bekannt ist, wir haben so ein tolles Spendenportal. Und das ist recht gut, weil es eben nicht nur für Hamburg, Hamburg wird es jetzt nutzen im Wahlkampf, aber eben auch für, ja, eigentlich für jeden Piraten möglich ist, hier Spenden zu generieren, Aktionen für Spenden zu generieren. Also, wir haben hier aktion.piratenpartei.de und es sieht noch nicht so ganz wunderbar toll aus, wie es noch aussehen wird, wenn ich dann irgendjemanden finde, der ein bisschen dran rumdesignt. Aber es ist eine Auflistung von möglichen Spendenaktionen. Und die sehen, ich muss noch kurz rüber gucken. So, und so sieht dann so eine Aktion aus. Das heißt, wir haben auf der linken Seite ein kleines Bildchen, wir haben einen Text, den wir anteasern können, wir können auch spielen. Wir können auch rumspielen, wir können diesen Spendenziel angeben. Das ist also dieser bekannte Button, der dann gefüllt wird. Bis wann ist er denn voll? Und das Ganze läuft dann so, dass es über den Bund abgerechnet wird. Also das heißt, das ist dieses Tool, alles, was an Spenden über dieses Tool generiert wird, geht automatisch in die Verwaltung rein und wird dann von der Verwaltung dementsprechend auch verteilt. Das heißt, da muss vor Ort dann nicht der Gliederungsschatzmeister irgendwas tun, dass die Infrastruktur, der Workflow ist schon komplett da. So, wie kommt man da rein? Was muss ich machen, um da eine Spende drin abzubilden? Das ist relativ easy. Ich kann einfach sagen, ich möchte eine Spende starten. Dann suche ich mir raus, wo passt denn, was ist denn mein Ding? Also wir können sagen, Sportevent, eine Hochzeit oder so. Oder eben haben eine eigene Idee. Ja, und dann fangen wir an, das Ding auszufüllen. Dann sagen wir, wie soll es heißen? Wir haben ein paar Projekte im Hintergrund angelegt. Da könnt ihr euch dann bei mir melden oder so, dass dann eben auch mal euer Projekt drin ist. Und dann kann man auch dein Spendenziel angeben. Da sagen, okay, hier gebe ich dann an, wie viel Geld will ich generieren. Dann beschreibe ich meine Aktion, dann schreibe ich noch die E-Mail, die der Benutzer zurückbekommt, wenn er gespendet hat. Sagt, bis wann das Ding laufen soll,
gebe dann noch meinen Namen und so weiter ein. Und dann kommt diese Aktion hinten im Backend von diesem Portal bei uns an. Und wenn die jetzt nicht grob irgendwie gegen unsere Richtlinien verstößt oder wenn das, also wenn wir es halt als Spendenaktion laufen lassen können, weil es funktioniert vom Parteiengesetz her, dann schalten wir das Ding frei. Und dann habt ihr da eine Aktion laufen, da kann man darüber Gelder generieren. Und nicht nur da, sondern man kann das auch auf Facebook einbauen. Zum Beispiel, man kann das auf die Blogs einbauen, da gibt es Plugins. Man kann das auch auf irgendwelche Webseiten, es gibt kleine HTML-Schnipsel, die ihr egal wo einbauen könnt. Und dann könnt ihr damit werben gehen. Ja? 15 Minuten Arbeit maximal, dann habt ihr eine Spendenaktion am Laufen. Das Ganze drumherum läuft über den Mund, funktioniert einfach. Also wir haben solche Möglichkeiten. Das wollte ich eben nochmal vorstellen, weil es geheißen hat, wir haben kein Spendenportal etc. Haben wir. Wir können damit arbeiten. Es geht also ungefähr genau das gleiche wie hier. Das heißt, diese Offline-Spenden-Geschichten, die laufen halt hier über die Webseite selbst. Jo, nur mal kurz als Vorstellung. Hat jemand Fragen? Ja, Fragen, genau. Also erstmal, ja, ich kann das auch nicht. schön, was man so hat. Und das Tool habe ich gerafft, kein Ding. Ist prima. Was ich jetzt nicht verstehe, die Aktion ist gestartet. Ich gebe ein Spendenversprechen ab. Nein, du spendest. Das ist kein Versprechen. Das ist angebunden an die Zahlungsdienstleister, ob du mit Kreditkarte zahlen willst, ob du einen Bankeinzug haben willst. Okay. Was da abgeht, wird direkt als Geld verschoben. Das ist keine. Und das heißt, es ist auch egal, ob das Ziel erreicht wird oder nicht, was bis dann gesammelt wird, wird dafür dann auch im Zweifel verwendet oder was? Richtig, das ist dann da. Also wenn es nicht verwendet wird, muss es zurückgegeben werden. Jetzt habe ich auch die Sache gerafft mit und da muss auch nicht der Schatzmeister vor Ort und so. Okay. Zwei Fragen. Wie werde ich als Basispirat auf eine neue Aktion aufmerksam gemacht? Ich will nicht immer selbst jeden Tag gucken. Ja, aber Was passiert, wenn das Spendenziel nicht erreicht ist? Kriegst du Geld wieder? Also, wie werde ich auf Aufmerksamkeit gemacht? Also diejenigen, die da eine Aktion einstellen, die haben dann die notwendige
Notwendigkeit, die Aktion zu bewerben. Ja? Die haben dann den Link auf das Portal oder so und die geben dann halt Twitter, Facebook, Sticker, was man auch immer macht, ja, Guerilla-Beam an der Wand, da hier könnt ihr Geld loswerden. Das ist in der Verantwortung desjenigen, der dann spendet. Was passiert, wenn ich mein Spendenziel nicht erreicht habe? Dann habe ich mein Spendenziel nicht erreicht. Ja, wenn ich sage, ich will 50.000 Euro haben, 45.000 Euro habe ich eingesammelt. Ich kann die 45.000 Euro trotzdem für diesen Zweck ausgeben, weil sie dafür gespendet worden sind. Es ist nicht so, dass wenn das Ziel nicht erreicht wird, gibt es kein Geld. Alles Geld, was bis dahin eingegangen ist, kann dafür verwendet werden. Mit den üblichen Einschränkungen zur Parteienfinanzierung, zur Zweckgebundenheit von Spenden etc. Hast halt ein halbes. Welcher Zahlungsanbieter steckt dahinter? Das Ding ist einfach ein Anbieter, nennt sich Fundraising Box. Ja, das ist einer der größeren Anbieter. Wir haben den ein bisschen piratig eingestellt. Das heißt, wir haben die ganz bösen Zahlungsarten alle nicht aktiviert. Ja, also wir könnten da wirklich hingehen, wir könnten jegliche PayPal-Geschichten, alles könnten wir laufen lassen, aber wir haben gesagt, das ist nicht ganz so in unserem Sinne, aber halt Kreditkartenzahlung, wie gesagt, Bankeinzug etc. läuft. Ist aber ein deutscher Anbieter, also das geht hier nicht irgendwo durch die Gegend. Wenn du bei die Frage ist hier wieder dieses Ding mit diesen Bitcoins als Beispiel, ja. Also ich sag mal so, alles was so bei einer Bank einzahlen kann, alles was mit funktioniert, dann darüber auch. Und in dem Moment, wo Banken Bitcoins mit Bitcoins umgehen können, wird das darüber auch funktionieren. Ich möchte an der Stelle noch mal eine Anmerkung machen. Ich weiß, dass das relativ aufwendig ist. Es gibt aber viele Leute, die spenden einmal, fragen dann nach einer Spendenquittung, kriegen dann die Antwort, ja, irgendwann im nächsten Jahr kriegst du gesammelt deine Spendenquittung dafür. Und dann spenden die nie wieder, weil denen das total auf die Nerven geht. Die wollen sofort eine Quittung dafür haben. Das heißt, wir sollten uns mal überlegen, auch wenn das vielleicht ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand ist, wenn wir so eine Aktion machen, dass wir auch direkt eine Zusage machen. Wenn du spendest, meinetwegen von mir aus auch ab einem bestimmten Betrag, bekommst du die Spendenquittung sofort. Du bekommst vielleicht auch ein Dankeschön-Schreiben dazu. Vielleicht kriegst du sogar einen Kugelschreiber und ein Feuerzeug dazu geschickt. Und dann werden die Leute auch immer wieder spenden. Es ist
richtig, ja, das kann, das mag sein. Und ich glaube, da sitzen bestimmt irgendwelche UFOs hier, die sagen, wenn du uns die Leute ranbringst, die dann in der Verwaltung dafür Arbeit reinstecken, um das zu tun, um diese Spendenquittung eben on the fly zu generieren und zu verschicken und zu machen, dann kann das auch passieren. Ich glaube, Lothar hat da. Ja, zur Zuwendungsbestätigung. Ich war ja auch eine Weile Schatzmeister im Landesverband Hessen und habe da auch mit den Spendern entsprechend kommuniziert, sehr intensiv teilweise. Das war tatsächlich so, ab und zu mal hat jemand nachgefragt, ob er sofort eine Spendenbescheinigung haben kann, Zuwendungsbestätigung. Ich hab dann geschrieben, hier normalerweise machen wir das am Anfang vom Folgejahr, aber wenn du tatsächlich jetzt einen haben möchtest, melde dich doch mal kurz. Das haben alle akzeptiert, weil dann tatsächlich am Anfang vom Folgejahr kam die Zuwendungsbestätigung. Da sind aber auch tatsächlich die Gliederungsschatzmeister gefragt, dass da entsprechend Vertrauen geschafft wird, weil das funktioniert leider nicht überall. Und das muss tatsächlich auch besser werden. Aber so, also meine Erfahrung ist, wenn man den einfach schreibt, hier, du bekommst deine Zuwendungsbestätigung etwa in diesem Zeitrahmen. Wenn du sie vorher brauchst, melde dich nochmal, dann sind die Leute damit einverstanden auch. Das ist absolut kein Problem. Gut, vielen Dank, Lothar. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Ist es okay, wenn wir dann das Thema schließen, weil wir noch ins Feedback gehen wollen? Oder haben wir noch mehr Wortmeldungen? Gut, dann ist die erste von mir. Ich habe zwei Fragen. Also vielen Dank. Ich freue mich total, weil mir das schon damals ein Anliegen war, als ich im Vorstand war, dass es jetzt Realität ist, dass wir sowas haben, dass man einfach dezentral für kleine Aktionen offiziell Geld sammeln konnte über die Partei. Vielen, vielen Dank an alle, die es gebaut haben. Ich habe technisch eine Frage. Zum einen, es ging mir gerade zu schnell. Kann man selber schon Projektzwecke eingeben oder muss man die erst bei euch quasi beantragen, damit die dann dort erscheinen? Projektzwecke müssen wir angeben im Hintergrund. Also die SG Fund für diese Raising ist so ein bisschen eingeschlafen durch Abgang des Koordinators oder dann nicht mehr Auftauchen des Koordinators. Wir können gucken, wie wir das regeln lassen. Das heißt, okay, dass jemand vielleicht der Schatzmeister im LV dann den Zugang bekommt, dass er dann selber Spendenzwecke hinterlegen kann, dass das eben nicht auf meinen überladenen Schultern hängen bleibt, sondern dass da eben ein paar Leute was machen können. Da unterstütze ich dich gerne.
gerne, dass wir dann ein gutes Verfahren finden, das einfach leicht, wenn irgendwo eine Gliederung, Infostand, Flyer, irgendwas Kleineres, Größeres braucht, dass da vielleicht ein Verfahren gebaut wird, das nicht bei dir hängen bleibt. Ja, also ich glaube auch, die Projekte, wenn man die relativ offen anlegt, dann hat man auch ein bisschen mehr Erfolg beim Spenden sammeln. Aber man muss dann auch weniger Geld wieder zurückgeben, wenn dann irgendwas nicht stattfindet. Das, aber da kennen sich die Schatzmeister ja dann eh besser aus. Das wäre genau meine zweite Frage. Gibt es eine Möglichkeit, da als Option mit hinzuschreiben? Ja, bei Spenden war ja immer der Aufruf zu schreiben, bitte vorzugsweise Zweck. Dass man eben im Falle, das Budget wird nicht ganz ausgeschöpft, das Geld problemlos halt auch für was anderes nehmen kann. Wir haben hier den Freitext. So, Freibetrag. Und da können wir, aber wir können auch einen vordefinierten Text machen, so da wo es drückt, einfach für alles so, macht mal oder so. Da wäre von mir die Anregung zur Vereinfachung, das können wir dann nochmal bilateral besprechen, vielleicht eine Checkbox, falls das Budget überschritten wird, dürft ihr es auch für was anderes verwenden, die schon mal vorab gesetzt ist, damit man da einfach Verwaltungsaufwand spart. Ja, gerne. Aber das können wir gerne nochmal bilateral weiter besprechen. Aber wie gesagt, da ist die... Okay, die kam von dir. Die Fundraising, es gibt Fundraising, ist ein bisschen eingeschlafen, waren auch nicht sehr viele Leute und wenn sich da Manpower findet, um das eben voranzutreiben, zu machen. Wir haben das, wir haben kein Geld, wir brauchen Geld, da können wir was generieren. Also dann würde ich sagen, Boris, ihr habt es technisch gemacht, ich würde mich darum kümmern, das politisch entsprechend mit dem Bufo und so einzutüten und wer da SG Fundraising oder wie auch immer sich das nennt, noch ein bisschen unterstützen möchte, wendet euch an mich, wenn das dir recht ist. Dann kriegen wir diese Prozesse, politischen Prozesse. Du hast den Job. Ganz kurz dazu, es läuft gerade eine Kampagne, eine Spendenkampagne, die 42 Gründe, die über die SG Social Media verbreitet werden, mit den Links zu den ganzen Spendenportalen. Also sprecht eure Landesverbands, Facebook, Social Media Administratoren an, die kriegen das mit, die können das weiterverteilen und dann also ja. Ja, also das ist dieses Verteilen, also verteilen, dass die Leute die Links kennen, liegt dann auch bei euch oder bei wem auch immer, der das gemacht hat. Super. Vielen Dank. Coole Sache.